Guten Morgen zusammen. Heute nehme ich euch mal mit zu einem neuen Objekt, wo wir schon eine ganze Weile daran arbeiten. Es geht um eine Wohnung, ca. 250 Quadratmeter Wohnfläche, ein Duschbad, ein Masterbad und halt die kompletten Heizkörper mit dabei. Und was da passiert und wie es dort ausschaut während der Umbauphase, möchte ich euch mal zeigen. Auf geht's! So, jetzt stehe ich hier im Duschbereich, ca. 1,30 m auf 1,20 m. Spezielle Beschichtung, es gibt in diesen Bädern keine Fliesen. Also was ganz Neues, Modernes, habe ich auch so in dem Bereich noch nie gemacht. Und ich bin total gespannt, wie das Endergebnis dann ausschauen wird. Also Duschbereich 1,20 m auf 1,30 m. Designheizkörper zu meiner Linken, Wasserzähler versteckt. Auf der rechten Seite von mir aus gesehen kommt dann ein WC hin mit der Betätigungsplatte. Soweit ich weiß, ist die dann komplett bündig mit der Wand. Hier oben drüber kommt ein Trinkwasserspeicher hin und da eine super moderne Waschmaschine, die gleichzeitig auch ein Trockner ist. Hatte ich auch bis jetzt noch nie so gesehen und bin auch auf das gespannt, wie das ausschaut. Auf der Seite haben wir dann ein Waschtischelement mit speziellen Konsolen, wo das Waschbecken dann später gerade draufgeschoben wird und ja, halt schon irgendwie alles High-End, ja. Und jetzt sage ich euch einmal die Wohnung, was wir da alles so bauen und wie die ganze Wohnung ausschaut. Unsere Zwischenposition, wo wir immer das Werkzeug lagern, dann ist das jetzt der Schlafbereich, also das Schlafzimmer, wo wir uns befinden. Zwei Heizkörper an die Wand, wo das Gerüst steht, kommt dann später ein Einbauschrank hin. Und dann gehen wir jetzt so hier auf der linken Seite nochmal einen Heizkörper. Und das war vorher eine Wohnung, das sind jetzt zwei zusammengelegt. Das ist dann der Eingangsbereich mit einem Büro. Die Therme. Dann kommt hier ein großer großer Tisch hin, Heizkörper dazu, eine kleine Pflanze an dieser Stelle. Die Räume sind immens hoch, wir sind so bei knapp drei Meter in dem Raum, ein bisschen mehr, und die anderen Räume sind noch ein bisschen größer. Das ist dann die offene Küche. Hier, wo der Boden ausgespart ist, dann kommt ein spezielles Stahlgestell hin, wo extra für das konstruiert wird, damit man dann eine Ablage hat und auf so Stühlen, Hockern, Barhockern sitzen kann und seinen Kaffee Latte trinken kann. Da kommt eine riesen Küche hin mit Weinregal etc. Da kommt auch, wo die alten Heizkörper jetzt momentan stehen, kommt ein kleiner Tisch und so für Getränke und so weiter, alles Mögliche dahin. Ein Durchbruch, der extra dafür geschaffen worden ist, damit man das Licht, was vom Balkon zu diesem Balkon, dann ist die Wohnung richtig lichtdurchflutet und man hat halt einfach viel mehr Raumgefühl. Ja? So, da wird dann der Riesentresen sein und wo man sich dann morgens hinsetzen kann und seinen Kaffee trinken kann. Dann kommt es jetzt, das ist die Elektrik. Ja, alles wird so quasi nach Smart Home Wünschen vorbereitet, dass man dann später durch eine App oder durch ein Tablet steuern kann und Licht, Home Button, dann ist auf einmal alles aus. Das ist der Duschbereich oder das Duschbad, wo jetzt fertig werden ist. Und hier, wo die Aussparung ist, dann kommt noch ein Heizkörper hin. Der ist momentan noch nicht da und ich brauche noch die technischen Pläne dafür. Dann geht es jetzt hier in, das ist jetzt der Wohnbereich. Ist auch gigantisch, da kommt ein riesiger Tisch rein. Und oben die abgehängten Lampen, das wird einfach mega fantastisch ausschauen.
Und da, wo ich mich jetzt befinde, das wird dann der Lounge-Raum sein. So, da wird der Boden nochmal um 17 cm angehoben, damit man ein bisschen höher sitzt. Dann kommt links und rechts eventuell noch ein Sofa rein und da halt eine Riesenglotze. Ich hoffe, das war für euch interessant. Und wenn ihr sehen wollt, wie diese Wohnung im High-End-Zustand dann später ausschauen will, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Dann nehme ich euch mit. Mein Name ist Lutz van Dijk und ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss.